Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so ein zweifarbiges Schwarz-Weiß-Bild mit Adobe Photoshop erstellen könnt. Und zuerst müsst ihr mal ein Ausgangsbild öffnen, zum Beispiel so eins hier. Und dann bearbeitet erstmal alles, was ihr da noch verändern wollt. Und wenn ihr damit fertig seid, dann geht ihr unter der Registerkarte Bild auf Einstellungen und dann auf den Schwellenwert und schon ist euer Bild in zweifarbiges Schwarz-Weiß-Foto. Und hier an dem Schieberegler könnt ihr auch den Schwellenwert verändern, solange bis euch das Ergebnis gefällt. Je nachdem, wie viel Schwarz- oder Weißanteile ihr haben wollt. Ja, und das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Angucken und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich bitte. Und vielen Dank fürs Angucken und bis zum nächsten Mal.